Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Ever Oasis und ein Daumen nach oben und ein Abonnement sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen auf meiner langen Reise beim Wachstum meiner Oase hier. Wir gehen ins Bettchen, bevor ich mich noch verquatsche hier. Wenn du schläfst, beginnt ein neuer Tag. Möchtest du schlafen? Ja. Das Chaos dringt in die Seele der Lebewesen ein, die es in den Fängen bekommt. Ich darf gar nicht darüber nachdenken. Du bist ein Kind des großen Baumes, das heißt, eines Tages wirst du eine Oase führen, so wie dein großer Bruder jetzt. Dein Gefolge sollte für dich wie eine Familie sein, die du beschützen willst. Kümmere dich um sie und vertraue ihnen so, wie du Freunden vertrauen würdest. Ich glaube von ganzem Herzen daran, dass du ein guter Häuptling sein wirst, ein noch besserer, als ich es bin. Erinnerungen. Pami. Eine Oase, eine richtige Oase. Puh, das ist meine Rettung. Ein eher zierlicher Sprössling, der gerne Obst isst. Du hast Informationen über Pami von den Sprösslingen erhalten. Im Morgengrauen kommen neue Reisende und Pinguus zu Besuch in deine Oase. Reisende schließen sich dem Gefolge deiner Oase an, wenn es ihnen bei dir gefällt. Pinguus begnügen sich damit, in die Knospenläden deiner Oase all ihre Ersparnisse auszugeben. Deinem Gefolge können sie nicht beitreten. Wenn du innerhalb der Oase mit die Option Zaubersprung auf dem Touchscreen berührst, kannst du dich direkt zum Baumhaus zurückbringen lassen. Tja, ausverkauft. Oh, hallo. Du bist also der Häuptling dieser Oase, ja? Nun, ich bin Pami, Windradbauer in der Ausbildung. Ich bin schon so lange durch die Wüste gewandert. Das ist ganz schön anstrengend. Wenn es so weitergegangen wäre, wäre ich ganz ausgetrocknet. Wie gut, dass es deine Oase gibt. Aber als ich mir eben in diesem Knospenladen da Obst kaufen wollte, kam ein Pinguhu und kaufte das letzte Stück. Ach, zu schade, wenn ich nur Obst kaufen könnte. Ah, guten Morgen, Potato. Gerade kam ein Reisender zu meinem Knospenladen, um Obst zu kaufen. Aber leider hatte just in diesem Moment ein dicker Pinguhu alles aufgekauft. So ging der arme Reisende dann leer aus. Das tat mir so leid für ihn. Hätte ich besser nicht mein gesamtes Obst auf einmal verkauft. Meinst du, du könntest mir noch ein paar Rosbeeren bringen, Potato? Dann hätte ich genug, um den anderen Kunden doch noch Obst zu verkaufen. Das können wir machen. Willkommen! Leider habe ich kein einziges Stück Obst mehr vorrätig. Tut mir sehr leid. Wenn der Knospenladen seinen Materialvorrat aufgebraucht hat, kann er keine neuen Waren mehr herstellen und muss schließen. Beliefere die Läden deshalb mit frischen Zutaten, so oft du kannst. Juhu, neue Zutaten für meinen Laden. Jetzt kann ich meine Regale wieder auffüllen. Lieferungen und Verkäufe füllen die Wachstumsleiste eines Knospenladens. Ist diese Leiste voll, erhältst du eine besondere Bitte, die den Sternrang des Ladens erhöht. Wenn ich dich begleite, fügen die Angriffe vom Bestienmonster etwas weniger Schaden zu.
Ein nützliches Talent, was? Mach auf deinen Rundgängen ordentlich Werbung für mich und meinen Laden. Bitte, hihihi. Oh, das Ausverkaufsschild ist ja weg. Vielleicht hat sie wieder Obst im Angebot. Ich bin so froh, dass ich auch endlich Obst kaufen konnte. Und wie lecker es aussieht. Jetzt geht es mir viel besser. In einer Oase mit einem Obstladen gibt es sicher auch ein Plätzchen für mich. Du, sag mal, wäre es dir recht, wenn ich mich auch in deiner Oase niederlassen würde? Gefolge gewachsen. Parmi von den Sprösslingen hat sich in der Oase niedergelassen. Du kannst jetzt einen Knospenladen für Windräder bauen. Wie schön, jetzt haben wir mit Parmi einen neuen Freund gewonnen. Hier bei mir im Schrein glitzert plötzlich alles so, ob das damit zusammenhängt? Komm mal vorbei und sieh es dir an. Guten Morgen, Potato. Schau mal, Potato, wie das Wasser glitzert. Die Oase quillt vor Energie ja geradezu über. Ich glaube, das ist die Kraft deiner neuen Freunde, die deinem Gefolge beigetreten sind. Wenn wir diese Kraft dem Regenbogen spenden, dann wird unsere Oase sicher stärker. Oh, ist das aufregend. Das müssen wir gleich ausprobieren, Potato. Level gestiegen. Oasen Level 2. Die große Straße ist gewachsen. Nun kannst du dort 2 Knospenläden mehr bauen. Unglaublich, die Oase ist gewachsen. Ohne unsere beiden Freunde wäre das wohl nicht möglich gewesen. Mit einer noch größeren Oase könnten wir noch mehr Leute vor dem Chaos beschützen. Dann ist klar, was wir zu tun haben. Noch viel mehr Freunde finden. Geben wir unser Bestes, Potato. Je mehr Gefolgsleute in deiner Oase wohnen, desto höher steigt der Level deiner Oase. Dadurch vergrößern sich die Gebiete der Oase und außerdem lernt dein Charakter neue Fähigkeiten dazu. Du, sag mal, Potato, können wir uns kurz unterhalten? Seit wir die Oase erschaffen haben, bist du so beschäftigt. Da dachte ich, wir könnten uns mal etwas Zeit zum Plaudern nehmen. Also dann. Oh je, jetzt muss nur noch ein Thema her. Ah, ich hab eins. Wusstest du schon, dass die Wüste früher ganz grün war? Die ganze Wüste. Ich selbst kenne auch nur die Wüste, wie sie heute ist, aber früher gab es viele Oasen und viele Wassergeister. Die ganze Welt war voller Blumen. Stell dir das nur vor. Kaum zu glauben, wenn man sich die Wüste ansieht, nicht? Doch dann kam das Chaos und verschlang die Pflanzen und die Oasen, eine nach der anderen. Die Reisenden hatten bestimmt furchtbare Angst vor dem Chaos, während sie die Wüste durchquerten. Wie traurig. Aber weißt du was? Und versprich mir, dass du nicht lachst, ja? Also ich habe einen großen Wunsch. Ich wünsche mir, dass unsere Oase so groß wird, dass das Chaos ihr nichts anhaben kann. Und dass sie immer weiter wächst, bis sie irgendwann die ganze Welt in Grün hüllt. Dann können alle in Frieden leben, ohne Angst vor dem Chaos haben zu müssen. Klingt vielleicht nicht sonderlich realistisch. Was meinst du? Du bist so lieb, Potato. Danke. Du bist der Erste, der je zu meiner Quelle kam. Vorher war ich ganz alleine. Ich machte mir Sorgen, dass ich vielleicht nie ein Kind des großen Baumes finden würde, das mit mir eine Oase erschafft. Doch dann kamst du. Was habe ich mich gefreut. Du bist immer so freundlich und hilfsbereit, selbst gegenüber Leuten, die du gerade erst getroffen hast. Mit dir gemeinsam könnte mein großer Traum vielleicht doch noch eines Tages in Erfüllung gehen.
Unsere Oase ist noch klein, aber gemeinsam werden wir schon dafür sorgen, dass sie größer wird. Oh, da haben wir uns ja aber ganz schön festgequatscht. Es wird ja schon bald morgen. Ich sollte dich schlafen lassen. Lass uns bald wieder plaudern, ja? Ich freue mich schon drauf. Besucher 0, Reisende 3, Pingohus. Ja, das Spiel ist sehr süß. Und sehr schön. Bam, bam, badadadam, bam, 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 bam. Nur das Intro dauert ein bisschen lange, bis man dann alles machen kann hier. Das Spiel braucht ein bisschen Zeit, um Fahrt aufzunehmen. Oh, sieht aus, als möchte Pami dir etwas sagen. Geh mal zu ihm und sprich mit ihm. Guten Morgen, du bist heute ja fröhlich. Da fällt mir ein, dass ich neulich ein Gerücht gehört habe. In der Doppelhornhöhle soll es eine Frau geben, die Tag ein Tag aus Erz abbaut. Das muss richtig anstrengend sein, oder? Für mich ist es schon fast zu viel, auch nur durch die Wüste zu wandern. Eine Frau soll in der Doppelhornhöhle ganz allein Erz schürfen. Unter den Leuten in der Oase kursieren oft Gerüchte über Reisende, die in der Wüste unterwegs sind. Es lohnt sich also ab und zu mit den Leuten auf der Straße oder in den Knospenläden zu sprechen. Außerhalb der Oase gibt es sicher Reisende, die sich gern hier niederlassen würden. Sollen wir uns mal nach draußen in die Wüste wagen, Potato? Das wird ein Abenteuer. Wenn du der großen Straße folgst, kommst du zum Eingang der Oase. Ich bin schon so neugierig. Ich habe echt ein Problem, ich verschluck immer das O. Und dann betone ich das O extrem und dann klingt das immer so, Oase! Ich lerne noch dazu. Aber erstmal müssen wir den Laden auffüllen. Wir müssen unsere täglichen Pflichten erfüllen. Ba, 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 ba. Es gibt uns ja auch Taujuwelen, oder? Ich glaube schon. Wenn die Läden Sachen verkaufen. Und wir brauchen Taujuwelen. Ba, 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 ba. Willkommen, leider habe ich kein einziges Stück Obst mehr im Vorrat. Ah, Häuptling, ich wollte mich für deine Hilfe gestern bedanken. Deine Lieferung hat mir wirklich sehr geholfen. Hier hast du noch eine Lieferung. Juhu, neue Zutaten für meinen Laden. Ich liebe Obst über alles. Deshalb ist mein Knospenladen auch ein Obstladen geworden. Mach auf deinen Rundgängen ordentlich Werbung für mich. Ja, das kennen wir alle schon, die Dialoge. Dann Teil 2 würde ich mir aber eher wünschen als ein Switchport, wenn ich ehrlich bin. Weil du siehst ja, es funktioniert ja gut im Emulator. Sieht ja toll aus. Ich find's okay, also ich find's... Auf dem 3DS sah es schlechter aus. Weil es halt so klein war. An Speicherpunkten kannst du deinen bisherigen Spielfortschritt speichern. Du kannst nun diesen Speicherpunkt verwenden, Oase. Ich wünschte mir eher einen zweiten Teil, weil dann wäre es auch was Neues für mich komplett, weil ich spiele jetzt den ersten. Wenn dann ein Port auf Switch kommt, dann habe ich da ja nicht viel von. Oh. So, jetzt gleich, wenn wir mit den Waffen angreifen, dann wird es kurz ruckeln und der Sound klingt komisch, weil das habe ich noch nicht gespielt. Kaara-Wüste. Außerhalb der Oase wimmelt es vor Chaos-Monstern. Die sind gefährlich, da musst du also aufpassen. Wenn eine Situation brenzlig wird, solltest du besser weglaufen, ja? Ich will nicht, dass dir etwas zustößt. So, dann wollen wir mal Ausschau nach der Reisenden halten. So wird gekämpft. A, schwacher Angriff, X, starker Angriff. Unter Ziele findest du eine Karte für dein derzeitiges Gerücht. Die blaue Markierung ist dein Zielort. Ein Chaosmonster! Achte gut auf deine Bewegung, um zu erkennen, wann du angreifen musst. Mit L kannst du deine Gegner anvisieren. Wirst du angegriffen, nutze B, um auszuweichen. Greife an, indem du A und X beliebig kombinierst. Beim Anvisieren werden Gegner in deiner direkten Umgebung anvisiert. Durch mehrmaliges Drücken von L wechselst du zwischen den Zielen.
Wenn du versuchst, vor einem Gegner zu fliehen, solltest du deine Waffe durch Drücken von Y wegstecken. Dadurch kannst du schneller laufen. Potato, hast du dir was getan? Übernimm dich nicht, wenn es brenzig wird, sondern lauf lieber weg. Ist dein Gegner zu stark, solltest du fliehen. Steckst du dabei die Waffe mit Y weg, kannst du noch etwas schneller laufen. Achtung, nachts erscheinen besonders starke Chaosmonster. Gut gemacht, Potato. Den Chaosmonster hast du es gezeigt. Hast du dir auch nicht wehgetan? Vergiss nicht, du hast Medizintränke bei dir. Besiegte Gegner hinterlassen ab und zu Beute, die du nach dem Kampf automatisch einsammelst. Jeder Gegner hinterlässt andere Beute. Oftmals findet sich hier Material für Lieferungen. Wenn du im Kampf verletzt wurdest, kannst du über das Symbol oben rechts auf dem Touchscreen deine Arzneikiste öffnen. Hier kannst du dich heilen, wenn deine Kraftpunkte KP niedrig sind. Und sind tatsächlich ein bisschen niedrig, ne, von dem einen Schlag. Moment, wir sollten vielleicht mal wirklich eine nehmen. Ah ja, L, nicht R. Das ist Ego. So ist richtig. So. Ich weiß ja nicht, wo wir hin müssen. Ich sehe es gerade irgendwo auf der Karte nicht. Seht ihr das? Ich bin wohl einfach blind. Habe ich das vergessen, das Ziel zu markieren? Kann das sein? Mensch, guck mal ganz kurz. Ah, aber ich weiß nicht, ob ich das hätte vorher markieren müssen. Schauen wir mal. Moment. Wer ist denn das? Der da oben oder was? Okay. Ab in die Höhle mit uns. Ah. Warte mal, kann man nicht hier... Aha. Hilfe! So hilft noch jemand! Oh nein! Schnell, Potato! Du musst was tun! Erstmal Erz abbauen. Kann ich nicht. Mit Waggi? Nee. Na gut, da musst du mir helfen. Dann braucht dich doch. Ich bin so fies. Ach, endlich bin ich wieder frei! Ich war so ins Schürfen vertieft, dass ich nicht bemerkt hatte, dass sich so viel Sand vor der Decke löst. Der Sand war so schwer, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich dachte schon, ich ende als Sprösslingsfossil. Doch dann kamst du und hast mir geholfen. Dabei kennen wir uns nicht einmal. Du bist ja ein Schatz. Dann kann ich mich ja wieder ans Werk machen. Wenn du schon hier bist, dann kannst du mir gleich beim Schürfen helfen. Na, wie wäre das? Wie schön, dann lass uns loslegen. Ach, wo sind meine Manieren? Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Sichard. Sichard ist deiner Gruppe beigetreten. Mit hoch und runter kannst du zwischen den spielbaren Charakteren wechseln. Ah, okay. Daran erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Siehst du diese glitzernden Felsen? Das sind Erzadern. Aus denen kann man jede Menge Materialien gewinnen, wenn man ein Händchen fürs Schürfen hat. An Erzadern können wertvolle Materialien abgebaut werden. Wechsle mit hoch und runter zu einem Gefährten, der talentiert im Schürfen ist und lasse ihn mit armen Neralien für dich abbauen.
Puh, das sollte reichen. Ach ja, was ich dich vorhin schon fragen wollte. Was machst du eigentlich hier? Ach so, du bist der Häuptling einer Oase? Na so etwas, dann ist in dieser Wüste ja eine neue Oase entstanden. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Weißt du, gerade hatte ich noch gedacht, wie schön es wäre, sich niederzulassen und einen Knospenladen zu eröffnen. Da ist meine Chance wohl gekommen. Ich werde in deiner Oase vorbeischauen, sobald ich hier fertig bin. Wir sehen uns später. Sichard hat die Gruppe verlassen. Plant Besuch. Du hast Informationen über Sichard von den Sprösslingen erhalten. Nach ihrer Rettung in der Doppelhornhöhle hat sie vor, die Oase zu besuchen. Sieht ganz so aus, als bekommt unsere Oase bald neuen Besuch. Hiermit kann man nichts machen, ne? Ich glaube nicht. Durch Berühren des Touchscreens kannst du den Bildausschnitt auf der Karte verschieben. Berührst du das Eingangssymbol auf der Karte, werden dir die Ortsnamen angezeigt. Achso, okay. So. Ein schwerer Angriff wirkt gegen die ganz gut, muss ich gerade mal sagen. Viel besser als die leichten Angriffe. Ah, es wird aber dunkel, wir müssen jetzt wieder zurück. Sonst kommen die starken Monster. Das wollen wir ja nicht, ne? Evia. Zum Glück ist sie eine Oase. Ich war ganz nervös, so lange durch die Wüste zu weisen. Wüste zu reisen, meine ich. Dieses Sprösslingsmädchen ist stets aufgeregt. Getränke sind ihre Spezialität. Kehrst du zur Oase zurück, werden entsprechend der Gegner, die du unterwegs besiegt hast, Erfahrungspunkte verteilt. Erhält ein Charakter genug Punkte, steigt sein Level. Combo von Potato, 2x A. Okay. Hallo, Evia ist meine Dame. Ich meine, Devi ist mein Name. Evia ist mein Name. Ich bin ganz aufgeregt. Ich muss echt daran arbeiten, nicht immer gleich nervös zu werden. Wie dem auch sei. Nach dieser beschwerlichen Reise wäre ein schönes, kühles Getränk genau das Richtige. Zu schade, dass ich kein Fruchtfleisch von draußen mitgenommen habe. Daraus könnte ich ein leckeres Getränk machen. Haben wir schon. Möchtest du die Bitte von Evia annehmen? Du hast die Bitte von Evia aktiviert. Ah, das ist doch Fruchtfleisch. Hast du das extra für mich gesammelt? Vielen Dank, ich freue mich so. Hier, möchtest du dafür diesen Zierpflanzensetzling haben? Vielleicht findest du ja ein Plätzchen dafür. Imbissamen als Dankeschön erhalten. Du bist hier echt ein netter Häuptling, dass du dir extra für mich so viel Mühe machst. Du, Potato, ich möchte auch in dieser Oase leben. Und ich gebe mir auch ganz, ganz viel Mühe. Also, du bist dann von nun an mein Häuptling. Ach, wenigstens bin ich diesmal nicht in Panik geraten. Das Gefolge ist gewachsen. Evia von den Sprösslingen hat sich der in der Oase niedergelassen. Du kannst jetzt einen Knospenladen für Getränke bauen.
Zierpflanzen haben einen tollen Effekt. Wenn du sie direkt neben einem Knospenladen einpflanzt, steigern sie dessen Umsatz. Du kannst Zierpflanzen im Modus Baum platzieren. Erstmal kurz abspeichern, nur um sicher zu gehen, weil man weiß nie, wie stabil der Emulator ist. Wir müssen einfach mal sicher gehen, nicht dass wir was verlieren. Ja, das wäre gar fürchterlich, das wollen wir doch nicht riskieren. Nein, wir wollen doch heute nichts verlieren. Ah, hallo Häuptling! Während du unterwegs warst, war ich auch fleißig und habe jede Menge Obst verkauft. Die Taujuwelen, die ich dabei verdient habe, würde ich gerne mit dir teilen. Ein Nein will ich gar nicht erst hören. Ohne die ganzen Zutaten, die du mir vorbeigebracht hättest, hätte ich ja nichts zu verkaufen gehabt. Wenn ein Knospenladen Waren verkauft, erscheint über seinem Dach ein Taujuwelen-Symbol. Lenke deine Windmagie auf dieses Taujuwelen-Symbol, um deinen Anteil an Taujuwelen einzusammeln. Taujuwelen ist ein schreckliches Wort, aber ist kein Problem. Ups, ich wollte nicht rein. Eieiei, da habe ich aber dick Gewinn gemacht. Ist das nicht toll, Potato? Jetzt können wir einen neuen Knospenladen bauen. Oh ja, das werde ich jetzt auch tun. Wir können, glaube ich, sogar zwei bauen, wenn ich das richtig sehe. Wähle einen Knospenladen und drücke A, um ihn neu zu platzieren, oder X, um ihn ganz zu entfernen. Der Wiederaufbau eines entfernten Knospenladens kostet dich nichts. Das ist cool. Nee, ich wollte da nicht. Warte mal, kann ich das hier? Genau, Imbissranke. Neben Feinkostläden gepflanzt, erhöht er geringfügig deren Umsätze. Ist aber kein Feinkostladen das hier, oder? Oder wird das davon auch... gilt das als Feinkostladen? Hm. Keine Ahnung. Windräder sind auf jeden Fall kein Feinkostladen. Also bauen wir erstmal den hier. So süß mit den Herzchen und allem. Oh Mann, ey. Mit Liebe und Taujuwelen. So wachsen Knospenläden, meine lieben Freunde. Knospenladen eröffnet. Wie aufregend! Jetzt habe ich meinen eigenen Laden. Hoffentlich kann ich den auch gut führen. Können wir auch noch kaufen. Ich weiß ja nicht, ob sich meine Windräder so verkaufen werden, aber den Versuch ist es wohl wert. Okay, das war's. Mehr können wir nicht machen, glaube ich. Willkommen! Wie wäre es mit einem kühlen Getränk? Da fällt mir ein, auf dem Weg hierher habe ich einen recht stille Reisende gesehen. Sie sammelt anscheinend Bälle und Schals, auch eine interessante Kombination. Haben wir Läden, die diese Sachen verkaufen? Dann kämen sie bestimmt mal hier vorbei. Eine Reisende wünscht sich einen Ball und einen Schal, wie man hört. Toll, vielen Dank, Häuptling. Je mehr Materialien ich habe, umso glücklicher bin ich. Ich werde ganz viele leckere Getränke mischen und alle werden sich freuen. Wenn man einen heißen Tag ein Windrad hat, werden die Temperaturen gleich etwas erträglicher, hoffe ich. Ich habe mir vorgenommen, mich heute in Windrad bauen zu üben.
Aber ich warte damit lieber, bis es nicht mehr ganz so furchtbar heiß ist. Ah, okay, dafür braucht man die Dinger. Zweigfossile. Das sind die, die man mit der Minenarbeiterin da abbauen kann. Oh, du hast meine Vorräte aufgestockt. Da gebe ich mir jetzt richtig Mühe beim Verkaufen. Komm jederzeit wieder, auch wenn hier in der Zwischenzeit wahrscheinlich nichts Spannendes passieren wird. Können wir nochmal neues Obst abernten? Geht nur einmal am Tag, oder? Ja, sieht ganz so aus, als ging das nur einmal am Tag. Ja, hier ist nix. Pustekuchen, das war wohl nix. Na, gehen wir mal zurück. Zaubersprung. Müssen wir ja nicht laufen. Aber wir gehen mal ganz kurz raus. Vielleicht ist hier noch irgendwie... Ne, ich glaube, hier ist nix. Dann können wir schlafen gehen. Dann war es das auch für diesen Part, meine lieben Freunde. Perfekt, der zweite Tag in einem Part wieder mal. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.